Was ist der Cordyceps? Welche Wirkung und Vorteile kann ich mir vom Pilz für mehr Energie erhoffen? Warum heißt er eigentlich Raupenpilz? Wie wird er angebaut? Und welche Studien gibt es zum Cordyceps? Hi, mein Name ist Martin vom Team Schnell einfach gesund. Ich habe eine kleine Episode für dich vorbereitet zum Thema Cordyceps. Der Cordyceps ist ein Heilpilz, der insgesamt für mehr Energie verantwortlich ist. Das heißt, jeder, der mehr Energie haben möchte, kann eigentlich auch mal zum Cordyceps greifen und es ausprobieren. Du findest in dieser Episode alle wichtigen Informationen, Vorteile, Wirkungen, Inhaltsstoffe, auch Studien und eine Produktempfehlung zum Cordyceps, die wir auch selber gerne nehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode, lass sie gerne mal auf dich wirken. Und wenn du keine neuen Videos und keine neuen Interviews bei uns mehr verpassen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren. Damit unterstützt du auch unsere Arbeit und gibst uns wichtiges Feedback, dass das, was wir hier machen, auch sinnvoll ist und anderen Leuten weiterhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Heute habe ich wieder eine kleine Solo-Episode für dich. Heute möchte ich mal wieder mir einen Heilpilz genauer angucken, den Cordyceps, und möchte dir ein bisschen was über den Cordyceps berichten, das du vielleicht noch nicht wusstest. Möchte dir ein bisschen was vom Cordyceps erzählen, was ich bereits selber erleben durfte. Ein bisschen was über die Studien, die Vorteile, die Wirkungen und das beste Cordyceps-Produkt auf dem Markt dir auch am Ende vorstellen, damit, wenn du es mal ausprobieren möchtest, auch zu den richtigen Sachen greifst. Diese Episode wird auch ein bisschen kürzer und bündiger als mit dem Reishi, nicht weil es da über den Cordyceps nichts zu berichten gibt, sondern weil das Feedback unserer Hörer immer ist, lieber kurz und knackig auf den Punkt, nicht zu viel Blabla. Und genau das machen wir es auch. Der Cordyceps ist der Pilz für mehr Energie. Heilpilze sind ja Pilze mit medizinischen Eigenschaften und Vorteilen. Und der Cordyceps gilt als der Pilz für mehr Energie. Und Energie hat viele Formen. Er ist hauptsächlich hormonaktiv auf unsere Geschlechtsdrüsen, auf unsere Schilddrüsen, unsere Nebennieren, wirkt aktivierend, wird konzentrations- und leistungssteigernd, erhöht den Energieverbrauch, lindert Heißhunger, hilft auch beim Abnehmen sehr gut. Und deswegen ist der Cordyceps eines der effektivsten Adaptogene und Heilpilze, die wir kennen. Und deswegen reden wir jetzt mal über den Cordyceps. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was ist der Cordyceps? Cordyceps, auch chinesischer Raupenpilz genannt, ist eine der interessantesten Heilpilze wahrscheinlich. Er ist ein Pilz, der parasitär in einer Raupenart lebt. Und diese Raupenart gehört zu einer Schmetterlingsart, die es nur in den Hochebenen des Himalaya gibt. Also in Tibet, Nepal, China, Bhutan. Auf Höhen von 4.000 bis 5.000 Metern. Also da oben gibt es einen Schmetterling. Und der Schmetterling hat Raupenlarven, die im Boden nisten. Und der Cordyceps befällt diese Raupenlarven. Genau die. Frisst sich durch die Raupe verbuddelt sich in der Erde, irgendwann kommt aus dem Kopf der Raupe so ein Fruchtkörper raus und dieser Fruchtkörper guckt dann oben aus der Erde raus. Das ist der Cordyceps, der Raupenpilz. Und vor ein paar hundert Jahren haben Yak-Hirten, also Yak sind, ich sage es einfach mal, das sind tibetische Kühe mit sehr viel Fell, so kann es euch ein bisschen vorstellen, die da oben gerne grasen, die es in der dünnen Luft ganz gut aushalten, die auch sehr wetterresistent sind. Und diese Yaks haben, da haben wir Hirten beobachtet, immer wenn die so einen Pilz gegessen haben, waren die voll aufgedreht, hatten Energie, waren sehr libidoreich, sagen wir es mal so. Und das haben die irgendwann zurückverfolgt auf diese Pilze. Immer wenn die Yaks diese Pilze gegessen haben, Cordyceps, hatten die super viel Energie, waren angeregt, waren erregt und sind abgegangen wie ein Schnittchen. Dann haben die Yak-Hirten auch mal diese Pilze gesammelt und gegessen und haben gemerkt, dass auch bei Menschen eine deutlich anregende, erregende, stoffwechselfördernde und immunstärkende Wirkung eingetreten ist. Und dann hat sich das sehr schnell rumgesprochen in der chinesischen Medizin und deswegen ist der Cordyceps heute immer noch wild gesammelt, unglaublich wertvoll, unglaublich wertvoll. Da gibt es wirklich professionelle Cordyceps-Sammler in Hochebenen des Himalaya. Und das wird teilweise auch mit Gold aufgewogen, so angesehen ist der Cordyceps in der chinesischen Medizin. Sollte man natürlich nicht machen, aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch, weil diese wertvollen Raupenpilze gerne mal mit Schwermetallen oder Drähten oder so versetzt werden, damit sie schwerer werden. Also sollte man nicht aus verschiedenen Gründen, auch weil es viel zu teuer ist. Also das Kilo Cordyceps aus dem Himalaya kostet ungefähr 30.000 Euro, muss nicht sein. Aber zeigt schon mal, wie angesehen und wertvoll der Cordyceps in der chinesischen Medizin sein kann. So,
Das ist im Grunde auch die Geschichte des Cordyceps nicht ganz so lang und umfassend wie beim Reishi, aber auch interessant. Und viele fragen dann, okay, was ist mit dem Cordyceps-Extrakt, den wir heute finden? Ist er auch aus Raupen? Nein. Cordyceps, den wir heute finden, man hat in den 80er Jahren herausgefunden, wie man den Cordyceps auch im Labor unter synthetischen Bedingungen züchten kann, auf einem veganen Medium ohne Raupe. Und die Inhaltsstoffe sind eigentlich identisch zu dem wilden Cordyceps. Das heißt, wir können Cordyceps im Labor züchten, im Bioreaktor, am Ende gute Dualextrakte draus machen und von dem Cordyceps profitieren. Mal die wichtigsten Vorteile und Eigenschaften des Cordyceps. Man kann alles zusammengefasst als Energie fördern. Also in der Zelle selber erhöht sich die ATP-Produktion um bis zu 20%. Deswegen ist er auch für Sportler eine feine Sache. Aber ATP und Energie hätten wir eigentlich alle gerne mehr. Und deswegen ja, ist der Cordyceps für sehr, sehr viele, die das hier hören, interessant, weil mehr Energie und Leistung, Konzentration und besserer Stoffwechsel ist, denke ich, für die meisten eine feine Sache. So, anregend und stärkend. Die Wirkung tritt dann meistens nach ein paar Tagen bereits auf. Also Adaptogene brauchen oftmals ein paar Wochen, um zu wirken. Der Cordyceps braucht nur wenige Tage, manchmal sogar nur wenige Stunden, um diese Anregung spürbar zu machen. Und das ist eine kaffeefreie Anregung. So, ohne Kaffee, ohne Stimulation, rein Cordyceps. Welche Inhaltsstoffe sind dafür verantwortlich? Verschiedene. Hauptsächlich enthält der Cordyceps auch Adenosin und Cordyzepinsäure. Und das scheint eine anregende Wirkung nicht nur auf die Zellen, sondern auf die ATP-Bildung, sondern auch auf unsere Hormonachsen. Und mehr Energie, hauptsächlich Schilddrüse, Nebenniere und Geschlechtsorgane. Heißt, die Schilddrüse wird gestärkt. Deswegen bei Hashimoto und bei Schilddrüsenunterfunktion eine ganz feine Sache, weil eben die Schilddrüsenhormonproduktion angeregt wird. Das ist bei Unterfunktion wichtig. Bei Hashimoto wird auch die Produktion von Schilddrüsenhormonen angeregt. Gleichzeitig werden die Entzündungen gelindert. Es gab dann nämlich eine interessante Studie mit Hashimoto und Morbus Basedow-Betroffenen, also mal Hashimoto-Autoimmunerkrankung mit Unterfunktion der Schilddrüse, Morbus Basedow Autoimmunerkrankung mit Überfunktion der Schilddrüse. Und hat sich gezeigt, beide Gruppen haben 4 Gramm Cordyceps-Pulver bekommen für ein paar Monate. Und am Ende hat sich gezeigt, in beiden Gruppen wurden die Entzündungen und die Antikörper gelindert, gesenkt. Beide hatten eine bessere Lebensqualität danach. Beide hatten weniger Schübe. Die Immunzellgleichgewichte haben sich angepasst. Und also bei Hashimoto hat sich die Schilddrüsenleistung erhöht. Und bei Morbus Basedow hat sich die überhohe Schilddrüsenleistung reduziert. Das heißt, auch hier, Cordyceps ist nicht immer stimulierend und anregend, sondern nur, wenn es der Körper gerade braucht. Das ist ein Adaptogen. Er gibt dem Körper das, was er braucht. Und meistens haben wir halt zu wenig Energie. Aber sowas wie Morbus Basedow oder einfach eine Schilddrüsenüberfunktion kann ihr Cordyceps auch lindern. Also deswegen ist es auch bei Hashimoto eine gute Empfehlung, die ich gerne gebe. Dann Aphrodisiakum. Also mehr Energie in den Geschlechtsdrüsen heißt halt auch mehr Fruchtbarkeit, aber auch mehr Libido bei Männern und bei Frauen. Gleichzeitig schützt der Cordyceps die Spermazellen und die Eizellen vor freien Radikalen und kann Entzündungen da unten lindern und eben auch die Produktion neuer Eizellen und Spermien anregen. Also erhöht auch die Fruchtbarkeit. Erhöht den Energieverbrauch. Ich denke, das ist für alle eine gute Sache, mehr Energie zu verbrauchen, vor allem wenn Übergewicht im Raum steht. Bis zu 15% mehr ATP wird erzeugt. Und gleichzeitig wird man aber auch, also man hat mehr Bewegungsdrang mit dem Cordyceps. Man will einfach auch mehr Sport machen und so. Und das hilft beim Abnehmen sehr, sehr gut. Was auch beim Abnehmen sehr gut hilft, der Cordyceps lindert Heißhunger. Das heißt, wir wollen uns dann abends keine Tafel Schokolade mehr reinpfeifen. Wir nehmen unseren Cordyceps und sind zufrieden. Deswegen empfehle ich auch den Cordyceps gerne, wenn jemand abnehmen möchte. Muskelaufbau, mehr Energie, mehr Durchblutung, mehr Testosteron. Also auch für Sportler, die Muskeln aufbauen wollen, eine feine Sache. Potenzförderung. Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Fruchtbarkeit und die Potenz bei Männern lässt jedes Jahr nach. Aufgrund von Umweltgiften und Strahlung lässt die Spermiendichte bei Männern jedes Jahr nach. Und der Cordyceps kann hier entgegenwirken. Dann er fördert die Durchblutung, also der Blutdruck sinkt und die Durchblutung wird gesteigert, vor allem die Mikrodurchblutung, damit Nährstoff und Sauerstoff auch bis in die entlegensten Winkel unseres Körpers getragen werden.
regt die Entgiftung an, vor allem Leber und Niere werden durch den Cordyceps unterstützt und angeregt, auch sehr gut. Dann antiviral zusammen mit Reishi oder Schmetterlingsramete kann der Cordyceps bei Virusinfekten eingesetzt werden. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Immunsystem wird stärker und kompetenter, aber das Immunsystem wird eben auch, also es nicht nur direkt unterstützt, sondern auch indirekt, weil der Cordyceps, vor allem die Cordyzepinsäure und das ein Analogon von Adenosin, das Virus hemmen können bei der Vermehrung. Das heißt, das Virus möchte sich vermehren, möchte neues Erbmaterial bilden, baut Stoffe vom Cordyceps ein, aber das passt eben nicht und deswegen kommt die Replikation des Virus zum Erliegen. Deswegen Cordyceps bei Virusinfekten sehr, sehr gute Empfehlung. Dann er hat antibakterielle Eigenschaften gegen bestimmte Pathogene wie E. coli, auch gut, wer da eine Überbesiedlung im Darm hat. Ansonsten ist er ein starkes Adaptogen, hilft uns also mit Stress besser klarzukommen, lindert Stress, fördert die Konzentration, fördert die ja auch ein bisschen die Intelligenz. Und ich nehme den Cordyceps gerne in Zeiten, entweder wo ich viel Sport treibe, wo ich abnehmen möchte, oder auch in Zeiten, wo ich weiß, ich brauche viel Energie. Ich hatte zum Beispiel jetzt im September Vorträge, ich hatte Seminare, ich habe Weiterbildungen gegeben, ich habe wirklich sehr, sehr viel, auch teilweise 7 Tage die Woche gearbeitet, von früh bis spät unter Leuten, viel reden und ich habe dann einfach diesen zusätzlichen Kick gebraucht und den habe ich mir durch Cordyceps und Löwenmähne geholt. Ist natürlich kein Dauerzustand bei mir, aber wenn es mal so eine Phase gibt, wo viel ist, jetzt im Oktober nehme ich mir einen Monat frei, kann ich wieder auftanken, aber wenn es mal eine Phase gibt, wo ich viel Energie brauche, kann ich mich auf den Cordyceps verlassen und ich kombiniere den Cordyceps auch ganz gerne mit Ashwagandha, um einfach die Wirkung noch weiter zu potenzieren. So, wie lässt sich der Cordyceps einsetzen? Immer wenn ich mehr Energie brauche, kann ich zu Cordyceps greifen, weil er nachhaltig mehr Energie bringt. Also bei Erschöpfung, chronischer Müdigkeit, Stress, Burnout, bei Schilddrüsenproblemen, bei Libido-Mangel, bei Testosteronmangel, bei Potenzproblemen, bei viralen Infekten, bei Immunschwäche, wenn ich Muskeln aufbauen möchte, bei Nierenproblemen, aber auch bei Wechseljahresbeschwerden kann er wieder die hormonelle Balance einrenken. Welche Inhaltsstoffe im Cordyceps sind dafür verantwortlich? Wir reden ja hauptsächlich über die Beta-Glucane, aber auch über Cordyzepinsäure, Cordyzepin und Adenosin. Das sind Analogen, das sind selber, also Adenosin selber ist für unser Erbmaterial wichtig. Cordyzepin und Cordyzepinsäure sind Analogons zu Adenosin, helfen also auch insgesamt bei der ATP-Bildung. Ansonsten sind B-Vitamine enthalten, Vitamin A, E, K1, noch ein paar Sterole, die steroidähnliche Eigenschaften haben in unserem Körper. Provitamin D2 ist eine ganze Menge enthalten, ein paar Peptide, ein bisschen Melanin, das unsere Haut braun macht und natürlich auch ein paar Triterpene. Ja. Genau. Das wäre es zum Cordyceps. Das waren die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Wirkungen, Eigenschaften, Inhaltsstoffe. Mehr Energie, Cordyceps, ganz einfach. Ich kombiniere ihn ganz gerne selber mit Ashwagandha. Frauen kombinieren ihn gerne mit dem Reishi oder mit Rosenwurz. Mehr Energie, weniger Stress, bessere Durchblutung, besserer Stoffwechsel. Ich denke, die Vorteile des Cordyceps sind überzeugend. Wenn du ein paar auch schöne Bilder, ein paar Studien zum Nachlesen haben möchtest, dann schau gerne auf schnell-einfach-gesund.de/cordyceps vorbei und dann zeigen wir dir da einen schönen Übersichtsbeitrag. Wo du dich ein bisschen mehr über den Cordyceps schlau machen kannst, mehr Bilder findest, vor allem was die Raupenart angeht, ist wirklich sehr abgefahren, den Cordyceps zu sehen. Und ja, vielleicht noch eine Produktempfehlung. Hatten Sie ja schon auch schon in der Reishi-Episode. 3 von 4 Vitalpilzprodukten auf dem Markt sind gefaked. Ähnlich wie der Cordyceps, der ist natürlich sehr wertvoll. Das heißt, der wird gerne viel gestreckt und viel Schmuh betrieben. Und deswegen empfehle ich eigentlich die Cordyceps-Extrakte nur von einer einzigen Firma, weil ich weiß, europäischer Anbau, Dualextraktion, hochdosiert, hohe Potenz, also eine sehr, sehr hohe Potenz wirklich, dass eine Kapsel Cordyceps teilweise so stark wie 6 Kapseln von einem Konkurrenzprodukt und eben auch schwermetallfrei. Also ich will auch wissen, dass Pilze schwermetallfrei sind, wenn ich sie einnehme. Und das hast du beim Cordyceps-Extrakt von Hifas Aterra, das Mycocord. Heißt das Produkt?
Mit unserem Code SEG10, also SEG10, kleingeschrieben, bekommst du 10% auf alles, auf die Produkte von Nifas Aterra, auch den Cordyceps-Extrakt. Probieren gerne mal aus, ein, zwei Monate, vielleicht sogar zusammen mit Reishi und Löwenmähne. Und dann spürst du auch mal so ein bisschen, warum wir so große Fans von Heilpilzen, vor allem vom Cordyceps sind. Und du spürst dann auch mehr Energie. Ich empfehle den Cordyceps nicht abends zu nehmen, weil mehr Energie abends kann auch anregend sein. Also besser früh und Mittag nehmen. Ich nehme den eigentlich immer zusammen mit Ashwagandha früh. Und ja, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Cordyceps kann eine ganze Menge. Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Und ich denke, viele, die das hier hören, werden das mal interessieren, meinen Cordyceps auszuprobieren. Dann bitte das Mikrocord von Nifas Aterra mit unserem Code SEG10. Sparst du 10% auf alles da. Kannst auch selber was sparen. Einfach als kleines Dankeschön unsererseits, dass du uns hier immer zuhörst oder zusiehst. Es gibt auch einen Grund, warum wir sehr, sehr viel über Heilpilze sprechen, auch in unseren Webinaren, in unseren Vorträgen, in unseren E-Books. Heilpilze sind wirklich unglaublich wertvoll, können eine ganze Menge, sind wissenschaftlich gut erforscht und sind einfach auch cool. Also guck dir mal einen Cordyceps an oder einen Reishi, ist einfach auch cool anzusehen. So, das war's zum Thema Cordyceps. Wenn du nachlesen möchtest, schau gerne bei schnellfachgesund.de/Cordyceps vorbei. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder oder hören uns in der nächsten Episode. Mach dir noch einen schönen Tag und ja, bis bald. Ciao. Ja, das war's schon mit der heutigen Episode. Schön, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und wenn du jetzt noch Fragen und Anregungen hast, dann schreib es uns gerne unten in die Kommentare mit rein. Und schreib uns auch gerne rein, welche Gesundheitstipps du jetzt für dein Leben mitgenommen hast und in dein Leben integrieren möchtest. Abonniere auch gerne unseren Kanal, um regelmäßig neue Gesundheitsvideos mitzuerhalten. Wenn du langfristig mit uns durchstarten willst, können wir dir auch unseren Newsletter empfehlen, den du unten in den Shownotes verlinkt findest. Dort erhältst du jede Woche neue Gesundheitstipps in deinem Postfach. Außerdem erhältst du zu Beginn unseren gratis Online-Kurs Gesünder in 5 Minuten. Dort erhältst du 7 Tage lang jeden Tag einen schnellen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und glücklicher macht. In diesem Sinne vielen Dank, dass du mit dabei warst und bis bald, dein schnell, einfach, gesund Team.